Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Ja, wir hatten hier kurz einen Zwischenstopp gemacht, um zu gucken, ob es denn hier was gibt. Aber hier gibt es nichts. Und wir wollten demnach eigentlich diesen Glockenturm hier machen. Das ging aber irgendwie nicht, weil wir nicht über die Grenze gekommen sind. Demnach, was haben wir denn hier? Nachschub für den goldenen Pfad. Hamle verstreute Vorräte ein um diese Aufgabe und liefere sie beim goldenen Pfad ab. Du hältst XP und K-Rupien. Was haben wir hier? Amita. Wir sind hier. Und hier soll es auch eine Beutekiste geben. Ja gut, wir machen das mit dem Nachschub. Ich halte das für sinnvoll. So, erstmal kurz geschossen. So, Attacke auf geht's. Dann schnappen wir uns mal die Beutekiste. Kameraereignisse können wir später immer noch machen. Wir können jetzt erstmal kurz was zu tun. Und das machen wir auch. Ihr hört Abi Railrunner für freies Kyrat. Okay, kennt ihr diese alten K.E.O.-Minen? Man erzählt sich, dass Yuma, Pagans rechte Hand, jetzt für die Minen verantwortlich ist, nachdem K.E.O. bankrott gegangen ist. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Eine frühere Triadenschlampe aus Hongkong. Meine Fahrkünste kommen so langsam wieder. Ich merke schon. Die Arbeitsbedingungen sollen ziemlich furchtbar sein. Ich meine echt schlimm, Leute. Wirklich schlimm. Die Kinder, so, die im Schirm hier können wir aussteigen. Radio können wir uns immer später noch anhören. Wie, ich komme hier nicht hoch oder was? Bullshit. Ah, hier. Wir brauchen hier dringend Hilfe. Wenn das jemand hört, antwortet. Es ist dringend. Ja, sehr schön. Und wo ist die Beutekiste? Ich brauche hier dringend Hilfe und zwar schnell. Kann mich jemand. Soll doch hier irgendwo sein oder nicht? Hallo? Sehr gut. Vince, bist du das? Hier ist niemand, der so heißt. Verdammt, er ist überfällig. Wer ist da? AJ Gale. Nachschub für den goldenen Pfad. AJ Gale? Ein Moment. AJ, genau, ich weiß, wer du bist. Ich bin Gopal vom goldenen Pfad. Wir brauchen deine Hilfe. Meine Einheit erledigt Nachschubübergaben für den Pfad. Aber wir sind unterbesetzt. Die Royal Army versorgt ihre so Truppen gut, in meiner Gegend. Schwimmen können. Ich schicke jetzt die Koordinaten. Ich hab ganz verpeilt, dass da ein Fluss ist. Schnapp dir die Pakete, bevor die Royal Army sie sichert. Was ist in den Paketen? Ich weiß nicht, ich bin nur der Bote. Okay, ich hol mir das Zeug. Royal Army kann uns mal. Ich bin schneller. Hoffe ich doch mal. Ich will diese Pakete haben. Scheint irgendwie so eine Zusatzmission zu sein. Scheiße, ich komme da nicht hoch. Shit. Oh Mann. Lass mich doch da hoch. Ich habe das erste Paket. Prima. Dann auf zum letzten. Viel Glück. So, und schnell. Wir packen das. Gut, dass wir diesen Enterhaken haben, ey. Gott sei Dank. Wie komme ich jetzt höher? Nein! Verdammte Kacke! Was soll denn das, Mann?
bin hier auch noch abgesoffen. Gut, dass ich hier wieder anfange. Jetzt muss ich aber vorsichtig interagieren. Nicht, dass ich wieder abnüppel. So, komm, hier können wir doch auch hochklettern. Hoffe ich doch. Jawollo. Es hat geklappt. Jetzt schnell zum letzten Paket da hinten hin. Boah, ist das weit. Aber das schaffen wir auch noch. Davon lasse ich mich nicht abhalten. Ist doch nicht so weit, ist doch gleich hier vorne. Wie geil ist das denn? Na komm schon, Papa muss zum Paket. Ein Wolf. Ja gut, das war jetzt mal ein Wolf. Hier soll doch irgendwo das Paket sein, oder nicht? Aber wo? Ich sehe nichts, Leute. Seht ihr was? Oder ist das da unten? Nee. Es wird ja genau hier angezeigt. Ah, hier, guck mal, so ein Propaganda-Poster reißen wir auch mal ab. Aber wo ist das Paket hin? Nachricht, die ihr lesen könnt. Mein Bettehaus. So. Sucht dennoch dieses Kackpaket. Ah. Alles klar, wunderbar, ich hab's. Fantastisch. Beeil dich bitte und liefere sie an diesen Ort. Vielen Dank. Wird gemacht. Doch. Ich muss mich leider Gottes beeilen, also kann ich das Tibet-Wolfsfell nicht benutzen. Hier hoch. Nee. Verdammte Kiste, doch jetzt. Ich bin nur hier. Nein. Was ist denn das für ein verfluchter Mist? Mann, ey, das. Das kann doch nicht wahr sein. Ich gebe mal Kette, zu Fuß bin ich schneller. Hunde!
tollwütige Hunde! Da wird mir der Punkt angezeigt. Aha. Sehr schön. Hier habe ich deine Vorräte. Wir haben's, Freunde. Danke, Agent. Ich sorge dafür, dass sie verteilt werden. Legen Sie einfach bei der Tür ab. Also darf ich nicht rein? Wir bereiten hier eine geheime Operation vor. Tut mir leid. Befehl ist Befehl. Ich darf niemanden reinlassen. Was bist du für ein Bauer? Schweinchen dick. Komm her. Ans Maultier. Kein Schwein. Waren mal tollwütige Hunde. Wird mir irgendwo die nächste Mission angezeigt? Nee, ne? Gut, ich bin hier. Beutekiste. Öffne Beutekiste um Geld, Munition. Ich will hier hin, da komme ich aber nicht durch. Gehen wir mal da zu der Beutekiste. Vielleicht haben wir doch noch Glück. Und haben die Möglichkeit, den Glockenturm zu machen. Dann haben wir gleich zwei Missionen mit einem Schlag gemacht. Das ist ein Part. Das ist Affenfell. Ach, ich lasse den Affen mal leben. Da hinten ist der Glockentor, aber der ist schon befreit. Sieht zumindest so aus. Was haben wir hier? Auch alles nur Maultiere. Ja, prima, ey. So, und jetzt darf ich einmal rumlaufen, oder was? Mich hier irgendwo hoch? Ja. Sehr schön. Wurde mir das zumindest schon mal erspart. Ich heile mich erstmal. Sind ja doch schon verletzt durch die Hunde. So. Und Attacke. Dann geht's mal höher. Ja doch, der Glockenturm wurde schon befreit, dieser hier, aber wir wollen ja zum anderen hin. Das heißt, wir müssen hier in diese Richtung. Aber wenn ich hier jetzt runtergehe, bin ich mit Sicherheit tot, ey. Shit. Ah. Hier ist noch eine Kiste. Die öffnen wir mal. So. Geil, so komm. Gehen wir hier halt mal den unseren Glöckchenturm nach oben. Ja, komisch. Die Bretter kann ich komischerweise nicht kaputt schießen. Verstehe ich zwar nicht warum, aber naja. Klettern müssen wir. Hier lang jetzt, das hat man ja schon gelesen. Ey! So ein Bauer! Da fällt der die Treppe einfach runter. So. Naja gut, was heißt Treppe? Da fällt er da einfach mal vom Balken ab. Für mich zwar auch nicht ganz nachvollziehbar, aber was soll's. Oder ich muss halt vorsichtig rüber. Ja, so. Sehr schön.
klar. Und hier nach oben? So, wenn wir das hier rüberspringen, hier wird hoch. So. Muss ich noch einen höher, oder was? Ja. Super, ey. Aber es geht. Halb so wild hier. Gott sei Dank. Hier die Leiter hoch. Schön. Dann können wir uns hier halt abseilen. Perfekt. Hier gibt es bestimmt auch noch was. Nee, hier war ich schon, aber wir können jetzt unseren Weg weiter marschieren. Und vielleicht so jetzt zum nächsten Glockenturm kommen. Perfekt wär's ja. Ich hoffe es. Oh ja, gut, ich bin auf dem richtigen Weg. Perfekt, geil. Hält noch nicht mal an, wenn ich ihn jetzt nachher auf die Windschutzscheibe halte, aber naja. Bin ich richtig? Aber rechts ab, so wie es aussah. Ich hoffe, ich gehe richtig. Ich gucke nochmal nach. Nee. Verdammt. Ich gehe total verkehrt. Hier muss ich lang. So wie es aussieht. Oder? Ja. Scheiß Konvois. Ja toll, hier komme ich jetzt wieder nicht weiter, oder was? Nein, ich hasse es. Jetzt ist es wieder sicher. Dafür haben wir gesorgt. Soll ich hier weiterkommen, Mann? Komm ich hier echt nicht rüber, oder was? Ach, das ist doch scheiße. Mann. Was soll ich denn sonst machen? Fähigkeiten, gut. Ja, dann machen wir Fähigkeiten und dann verbleiben wir erstmal hier bei der Tiger. Wir haben nur einen Fähigkeitspunkt. Was haben wir hier? Der Elefant, du. Er leidet weniger Schaden durch Feuer und Explosion. Ja, das ist doch geil. Jawollo. Jetzt haben wir wieder noch eine geile Fähigkeit dazugelernt. Das ist eigentlich Hammer. Du betrittst die Grenze. Beutekiste. Super, aufs Dach komme ich auch. Was bringt mir das?
anscheinend gar nichts. Hier soll irgendwo eine Beutekiste sein, aber wo? Kann mir das gerade nicht erklären. Hier ja nicht. Hier komme ich rein. Ich befürchte, dass ich hier schon war. Ja, war ich auch. So ein Trick. War ganz Männern aber gezeigt, was? So, ich will jetzt gerade gucken, wo die nächste Mission ist. Schnellreise, ja, machen wir mal eine Schnellreise hin. Das erspart uns nämlich Zeit. Sehr schön. Denn falls ihr es nur nicht wusstet, der Glockenturm, die Glockentürme bieten uns Schnellreisen an. So können wir mal Schnellreisen machen, was ganz gut ist. Seht, wenn der Wind hereinweht, fühl dich wie zu Hause, mein... Oh. Munition nachfüllen, ja, und wir sehen uns weiter.